Unterhaltung. Richtung. Kontakt.
Das stimmt nicht. Diese Behauptung wäre nur dann richtig, wenn man sich einen Krieg vorstellt, in dem ein Land mit einem dichten Teppich von Atombomben belegt würde. In einem solchen Fall, wenn sich die Radien der totalen Zerstörung überschneiden, dann gäbe es tatsächlich keinen Schutz mehr. Durch eine solche Verwüstung und radioaktive Verseuchung aber würde nicht nur ein Land, sondern unter Umständen sogar ein ganzer Erdteil auf lange Zeit unbewohnbar gemacht. Das aber kann nicht das Ziel eines Gegners sein. Und darum ist diese Vorstellung unrealistisch. Gegen alle anderen Formen eines Krieges aber, gleich ob er mit ADC oder konventionellen Waffen geführt wird, gibt es wirkungsvolle Vorsorge- und Schutzmaßnahmen. In einem Krieg aber, insbesondere wenn das ganze Bundesgebiet in Mitleidenschaft gezogen würde, kann es zu länger andauernden Störungen der Lebensmittel- und Energieversorgung kommen. Besondere Bedeutung bekommt der Lebensmittelvorrat in einem Krieg, in dem ADC-Waffen eingesetzt werden. Die Bevölkerung kann dann unter Umständen ihre Wohnung für mehrere Tage oder Wochen, auch nicht mehr kurze Zeit, verlassen. Sie ist ausschließlich auf ihre Vorräte angewiesen, auch auf ihren Trinkwasservorrat, denn das Leitungswasser kann durch chemische Kampfmittel verunreinigt sein. Wer einen Hausschutzraum hat, ist dort mit seinen Vorräten gegen radioaktiven Niederschlag und gegen C-Kampfstoffe geschützt.
in einen normalen Keller oder in andere Räume, auch wenn sie abgedichtet sind, können durch Zugriff schädliche Stoffe eindringen und sich auf den Lebensmitteln absetzen. Aus diesem Grunde eignen sich für Vorräte am besten feste, luftdichte Verpackungen. Es genügt bereits eine luftdichte Kunststofffolie. Für den Fall eines Einsatzes von biologischen Kampfstoffen wird ein Desinfizierungsmittel benötigt. Damit müssen alle Lebensmittelbehälter und Packungen abgewaschen werden, wenn der Verdacht besteht, dass sie mit biologischen Kampfstoffen in Berührung gekommen sind. Falls chemische Kampfstoffe eingesetzt wurden, müssen alle unbedeckten Hautstellen, unabhängig von einer Behandlung mit chlorkalkhaltigen Hautentgiftungsmitteln, mit Schmierseife und Wasser gründlich gewaschen werden. Schmierseife hat die größte Wirksamkeit. Der Begriff Selbstschutz umfasst alle Hilfs- und Schutzmaßnahmen, die der einzelne Bürger aus eigener Kraft durchführen kann, um sich und seine Familie gegen Gefahren und Katastrophen aller Art, besonders aber vor den Wirkungen des modernen Angriffswaffen zu schützen. Im Verteidigungsfall kann eine allgemeine Verdunkelung angeordnet werden. Dann sind Verdunkelungsmaßnahmen für alle Fenster und nach außen liegenden Glaswände erforderlich. Sie sollten daher wissen, wie es gemacht wird. Am besten ist es, die Verdunkelungseinrichtungen so vorzusehen, dass sie gleichzeitig als Abschirmung der Hitzestrahlung eine Atomsprengkörperdetonation dienen. Außerdem bleibt, wenn die Fenster durch den Schalldruck zerstört sind, der Raum immer noch bewohnbar. Verdunkelungseinrichtungen sollten daher nicht nur aus lichtundurchlässigen, sondern auch aus festem Material, Holz, Hartfaser, Metall usw. gefertigt sein. Sie werden von außen in die Fensterleibungen eingepasst bzw. bei glatten Fassaden vor die Fenster montiert. Zur Abschirmung gegen Hitze sollen sie weiß gestrichen oder mit Alufolie belegt sein. Sind sie rundum abgerichtet, dann schützen sie auch vor dem Eindringen von radioaktivem Niederschlag, chemischen und biologischen, bakteriologischen Kampfstoffen. Der Schutzraum oder der behelfsmäßig hergerichtete Keller ist aber keineswegs ein verlorener Raum in normalen Zeiten. Er kann wie jeder andere Keller genutzt werden, zum Beispiel als Abstell- oder Vorratsraum, als Arbeits- oder Hobbyraum oder als Partyraum. Wichtig ist nur, dass er innerhalb kürzester Zeit, soweit notwendig, geräumt und für einen längeren Aufenthalt vorbereitet werden kann. Und danach gehen sie alle nach Hause. Ich habe gesehen, dass viele Leute reingefahren wurden, aber keiner mehr rauskam.
Aber ich habe davon nichts gewusst. Doch, oh yes, no summer camp. Viele sind rein und keiner kam raus. Doch, oh yes, no summer camp. Viele gehen rein und keiner kommt raus. Stammheim ist no summer camp. Stammheim ist no summer camp. Ich hab davon nichts gewusst. Ich weiß davon nichts. Ich will damit nichts zu tun haben. Alles begründbare Legalitäten. Alles notwendige Maßnahmen. Ich hab davon nichts gewusst. Stammheim ist no summer camp. Alles vertretbare Maßnahmen. Alles innerhalb der Legalität. Alles vertretbar. Stammheim ist no summer camp. Ich weiß nichts. Du weißt nichts. Wir wissen nichts. Die Mauern außen, die Mauern innen, die Mauern außen, die Mauern innen, die Mauern außen, die Mauern innen, die Mauern außen. Außen, die Mauern, innen, alles vertretbare Maßnahmen.